Zug mit, präsentiert von der Appenzellerbahnen. Heute feiern wir eine Premiere zum allerersten Mal, wird nämlich hier in der Appenzellerbahnen gekocht. Wir haben hier ein kleines Kochstudio eingerichtet und fahren durch das Appenzellerland mit dem Kabarettist und Bassist Dani Ziegler. Ja, Dani, schön bist du da, schön hast du Zeit gehabt, heute mit uns Zug zu fahren. Ja, es ist eine spezielle Sendung. Ich glaube, wir müssen unsere Zuschauer schon ein bisschen aufklären, weil wir hier rein kochen und nicht Musik machen. Ich finde einfach, wenn man mit der Appenzellerbahn fährt, dann kann man auch einen Zug kochen. Wieso nicht? Also, die Zeit sollte man ein bisschen nutzen, wenn man im Zug ist. Und ich koche ja gerne, darum lassen wir es jetzt nicht, um hier einen schönen Zug zu machen. Hat aber auch ein bisschen mit dem neuen Soloprogramm zu tun. Das heisst Basta. Eine Mischung zwischen Bass und Pasta. Ja, wie kommt man auf die Idee, um in einem Soloprogramm zu kochen? Ja, da haben wir auch gefragt. Nein, zuerst war der Titel Pasta. Da kann man ja verschiedene Deuten mit Pasta ist fertig oder Pasta eben Pasta essen. Und dann habe ich gedacht, einen Sauger könnte man machen, weil ich koche recht gerne daheim. Und ich habe noch keinen Bassist gesehen, der auf der Bühne kocht. Darum mache ich es jetzt auf der Bühne. Was ist jetzt dein Rezept von diesem Sauger? Das ist ein bisschen kein... Ich verrate es schon. Es hat 12 Zutaten, so viel kann ich sagen, weil ich bin Musiker. Es gibt 12 Töne, darum hat es auch 12 Zutaten im Sugo. Der perfekte Sugo finde ich, hat 12 Zutaten. Da hat es jetzt noch speziell Oliven drin. Ja. Und, ein Sugo mit Oliven. Richtig. Ich finde, da kann man ein bisschen variieren. Lass den aber drüber weg. Also, wenn ich die Oliven drin tue. Und ganz wichtig, was ich natürlich mache, das habe ich aus Italien gelernt. Ich tue den Basilikum zum Abschmecken. Man darf recht viel nehmen. Aha. Einfach jetzt direkt rein und mitköcheln lassen. Ganz rein tun. Dann kann man nämlich am Schluss wieder gut rausnehmen. Den muss man ja auch rausnehmen, weil sonst wird er bitter. Und so hat man dann wirklich den feinen Basilikum-Geschmack in der Soße. Jetzt habe ich etwas gelernt. Ich habe es immer gezupft. Ja, das machen viele Leute. Aha. Aber man kann wirklich. Und dann fast einen ganzen Pack oder einen ganzen Bund drin. Wie ist das so für Zuschauer, wenn du da mitten drin kochst und machst und tust? Wie reagieren sie? Es ist spannend für die Leute. Eben, es ist natürlich eine Abwechslung wieder auf der Bühne, wenn nur Bass spielen. Ich denke, ja, wenn meine Leute schon Eintritt zahlen, kann ich nicht nur den ganzen Abend Bass spielen. Und es gehört zu dem, was ich mache, es gehört zu dem Abend von Basta. Es ist sowieso ein bisschen speziell, oder? Ein Bassist, der hier auf der Bühne allein ist. Normalerweise ist man hier in einer Band eingebettet. Hätte dich niemand wollen, oder hast du nicht in eine Band wollen? Ja, das ist ein bisschen das Thema vom Programm übrigens, wieso dass ich allein spiele und allein unterwegs bin. Wir Bassisten haben es nicht so einfach. Wir sind ja meistens ein bisschen im Hintergrund. Und als Solo-Bassist habe ich das jetzt umgekehrt. Ich bin eigentlich im Vordergrund und darum muss ich geschwind schauen. So. Ja. Schmeckt super fein. Also ich als halbe Italienerin weiss, wie man einen Sugo macht. Aber ich bin dann auch gespannt, um den zu probieren. Auch ein bisschen Zucker. Aha. Das ist wichtig, gell? Der Zucker, der nimmt ein bisschen Säure. Wichtig, sehr richtig, gut. Ja. Und da hat es eben auch, das ist mein kleiner Geheimtipp, ganz einen kleinen Schuss Balsamico drin. Da gibt dann eben auch ein bisschen so eine Süße, wenn man lange kocht. Aber man muss schon also mindestens eine Stunde kochen. Sonst ist es irgendeine Soße. Und dann hast du da noch Salz. Hast du schon Salz drin? Salz habe ich schon drin. Hat es genug, habe ich es gerade probiert. Gut. Ich glaube, jetzt kommt es gut. Wann hast du angefangen, eigentlich Bass zu spielen? Im Gimmi mit 16. Das Appenzell war das. Du warst ja auch noch Simon Enzler, einer deiner Jugendfreunde. Die waren auch schon unterwegs auf der Bühne, gell? Haben da schon etwas zusammen so gemacht? Ende Gimmi angefangen. Aha. Da haben wir so im Duo ein bisschen Privatauftritt gemacht. Das waren so die ersten Schritte. Dann sind wir lange zusammen unterwegs gewesen. Wie sieht es im Moment aus? Machen wir auch immer noch etwas zusammen? Oder machst du jetzt nur noch allein? Gerne zusammen kochen, gut essen. Sie ist privat natürlich, logisch. Aber auf der Bühne hat er sein Programm und ich habe mein Programm. Und passt für uns beide so. In einer grossen Öffentlichkeit bist du eigentlich bekannt worden durch Giacomo Müller. Du bist 4 Jahre lang bist du der musikalische Part gewesen. Dort hast du immer ein bisschen schlechte Laune gehabt. Hast du das jetzt in diesem Soloprogramm auch weitergezogen, dass du immer ein bisschen der schlechte Laune bist? Nein. Das hatte ich im letzten Solo-Programm schon nicht gehabt, weil die Leute meinen das natürlich, weil im Fernsehen, das war eine Minute pro Sendung höchstens. Und
die nehmen das wirklich ernst und fragen mich auch auf der Straße, ob ich wirklich so sage. Die glauben das also. Und dann, ja, ist eigentlich ein Kompliment, oder? Weil das heisst, sie nehmen es mal ab. Also privat bist du ganz anders? Nein, ich habe natürlich Humor, das ist klar. Ja. Und, ich bin nicht so ein mieser Peter, wie man meint. Aber so der Pausenglauben, bist du das auch schon in der Schule? Hast du das Flair schon gehabt? Ja, in der Schule ein bisschen, ja, würde ich schon sagen, dass man dort ein bisschen tätig ist. Man ist dann auch viel vor der Tür gestanden, das war der Preis gewesen, vom Pausenglauben. Und hast du noch Strafaufgaben daheim schreiben? Ja, ab und zu. Ja gut, aber das gehört dazu, oder? Das macht das Ganze ein bisschen spannend. Ich bin da, dort haben wir dann auch meine neuesten Rezepte schon anfangen auszudenken, ein bisschen Zeit gehabt, das ist gut gegangen. Aber du bist zwar nicht Koch, aber in der Familie haben wir Koch, gell? Ja, mein Vater ist Koch, die Schwester ist auch Köchin, also es liegt ein bisschen in der Familie. Hat sie dir ein paar Tipps gegeben, wie man den richtigen Sugo macht? Oder ist das selber? Ja, beim Sugo jetzt nicht, aber sonst natürlich. Aber ich meine, sie kochen doch ganz anders, das sind Profis. Und das, was ich daheim in 2 Stunden mache, machen sie in 20 Minuten. Das ist ein bisschen der Unterschied, aber ich habe ja dann Zeit. Wie ist denn das jetzt, wenn du so Leute in der Familie hast, die Profikoch sind, lädst du gerne noch Leute ein, also dein Papi und deine Schwester, oder hat man da dann auch mal ein bisschen Hemmungen? Ja, nein, ich lade sie natürlich gerne ein, aber ich schaue dann, dass ich das mache, wo ich sicher bin, dass es verhebt. Also ich mache jetzt nicht zu viele Wellington vom Vater, weil er weiss, das muss ich gerne probieren, dann macht er eh viel besser. Aber es gibt andere Sachen, Fischsachen, Meeresfrüchte, so Zeug koche ich gerne. Wo hast du denn diese Sachen gelernt? Hast du dich wirklich selber ausgetüftelt oder bist du irgendwo gewesen und hast das mit heimgenommen bei deinen Reisen? Ja, ausgetüftelt einerseits, andererseits natürlich beim Vater abgeschaut. Mhm. Also ich bin immer ein bisschen in der Küche gestanden, wenn er gekocht hat und hat dort ein bisschen Trickchen geschaut, wie macht er es, wer macht er. Und zu uns natürlich eben, man muss es probieren und dann lernen wir es. Ich habe irgendwo gelesen, dass du einmal in den Malediven warst und dort als Musiker gearbeitet hast. Genau. Wie bist du denn zu dem gekommen? Da war ein Inserat, irgendeine Musikzeitschrift, ich weiss nicht mehr welcher, wo es Bandcoaches gesucht haben, für die Hotelbands, auf diesen Ferieninseln dort. Und dann habe ich da fast ein Jahr lang, 7-8 Monate, mit diesen Bands Programme studiert. Also die zu Profis anzüchtet? Ja, Profis waren es noch nicht, aber es hat gelangt, dass die Touristen tänzeln konnten. Ah, das war der Sinn, dass sie Unterhaltung bieten können für die Touristen. Genau. Und dann hast du dort auch ein paar gute Rezepte heimgebracht aus den Malediven? Ja, dort ist dann natürlich wirklich indisches Essen. Es ist schon indisch angekocht und extrem scharf natürlich. Also dort essen wir den Chili Bar am Tisch. Machst du das auch? Jetzt nicht mehr so, ich kann scharf essen. Aber die Zeit, als ich kurz darauf da war, habe ich wirklich so scharf gekocht. Ich habe es gerne gemerkt, dass niemand essen konnte. Hast du niemand mehr einladen? Nein, also ich habe es einmal gemacht und dachte, jetzt mache ich mal so ein Curry, wenn ich es gelernt habe. Dort. Aber wir mussten dann etwas bestellen am Schluss. Also jetzt wird nicht mehr so scharf gekocht. Der Sugo ist nämlich mal auch nicht so scharf, oder? Nein, er ist nicht scharf. Ein bisschen Peperoncini drin, aber nicht noch jetzt machbar. Ist er perfekt. Jetzt können wir ihn lassen. Sehr gut. Ja, mein, du bist Bassist, du hast deinen Bass auch mitgenommen. Wirst du uns heute auch noch ein bisschen eine Kostprobe geben? Ja, Bass spielen tue ich immer gerne. Sehr gut. Auch in der Appenzellerbahn. Auch in der Appenzellerbahn. Also, Premiere kochen. Und jetzt kannst du uns gerade noch ein bisschen etwas vorspielen. Da sind wir gespannt. Gerne. Instrument. Ja, ich finde einfach, der Bass kennt man so im Hintergrund als der Kläpfi und man kann eben sehr fein spielen. Wie ich es jetzt gemacht habe mit den Flaschenlenz-Sachen. Und es ist so ein weicher Sound und das gefällt mir auch. Wie schwierig ist es denn wirklich, bis man wirklich gut Bass spielen kann? Es kommt darauf an, was man will. In der Band kann man natürlich recht schnell mal mitspielen, oder wenn man so Pop-Sachen. Das ist nicht so wahnsinnig. Wenn man doch Solo spielen will, dann muss man ein bisschen andere Techniken machen. Also, man kann dann nicht nur normale Bass, sondern vielleicht einmal tappen. Nächste Haltestelle. Slap-Sachen, wenn man im Funk hat.
du hast auch Schüler, die du unterrichtest. Was gibst du ihnen mit auf den Weg als Lehrer, als Musikschullehrer? Freude an der Musik. Das ist mir das Allerwichtigste. Sachen spielen, die ihnen gefallen. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Musikstunde und schießt einem schon von vornherein an. Dann übt man nicht und das Instrument gefällt einem dann nicht mehr. Und mit Bass ist es ein bisschen eine Herausforderung, weil man kann jetzt nicht an der Weihnachten irgendwie Odo Fröhliche vor der Familie spielen. Dann müsste man es vielleicht ein bisschen leppen, dass es geil tönt. Aber ja. Sie hören ihre Wünsche anbringen, ja, unbedingt, wenn sie etwas spielen. Also es geht darum, dass sie an der Musik Freude haben. Ja. Also man muss nicht zuerst Blockflöte spielen, um dann nachher mit Bass anfangen? Nein, mit der Blockflöte kann man ganz anders machen. Hast denn du noch dort mal müssen Blockflöte spielen? Ich habe wählen, ich habe nicht müssen. Aber hast du? Ich habe, ja. Also dich hat es dann nicht angeschissen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hast du es gut gefunden? Ja, aber wahrscheinlich, weil mir einfach das Musikmachen sowieso schon gefallen hat. Schon ja. Aber natürlich, alle meine Kollegen, die haben sich angeschissen. Das ist klar. Kennst denn du einen anderen Musiker, der mit dem Bass allein auf der Bühne steht, so wie du das machst? Ja, da gibt es ein paar. Gibt es ein paar. Und das sind natürlich nicht Leute, die man jetzt so im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen. Das sind dann wirklich so richtig mehr Jazz oder so Sachen. Aber es gibt ein paar, die Solo-Bass spielen. Ja. Was ist dein nächstes Programm? Hast du schon Ideen? Jetzt bist du am Kochen, jetzt musst du dir schon wieder etwas überlegen fürs Nächste. Ja, jetzt geht es mal etwa 2 Jahre. Jetzt koche ich mal 2 Jahre Sauger und ich hoffe, dann, ja, der Derniere wird es dann wirklich der perfekte Sauger werden. Du hast 80 Mal oder etwas, das sind etwa da, wo du auftreten tust, oder? Ja, zwischen 60 und 80 Mal ungefähr, ja. Und jedes Mal kochst du einen Sugo? Jedes Mal, das habe ich ein bisschen unterschätzt übrigens, ja. Weil ich habe gemerkt, ich muss vor jedem Auftritt zuhause Mise en place machen. Ich kann es nicht auf der Bühne machen, es geht viel zu lang. Ja. Und ich muss, jedes Mal, in die Shopping-Arena mich eindecken mit Wein, Olivenöl, Zwiebeln, Rüebli, was ich dann halt alles brauche. Kannst du denn überhaupt die Sauger noch sehen, Spaghetti, wenn du jedes Mal dann noch essen musst? Also ich habe seit der Premiere, ehrlich gesagt, noch kein Spaghetti gegessen. Was machst du mit dem Sauger? Den versteige ich versteigen und schön abfüllen in ein Gläschen. Ah, den können wir machen. Genau, machen wir doch das am Schluss. Oder willst du es am Schluss machen? Nein, jetzt sind wir ja bald am Schluss von unserer Sendung. Wir sind nämlich schon fast wieder zurück in St. Gallen. Soll dir helfen? Da kannst du das vielleicht auch. Jetzt müssen wir aber Geld, Basilikum rausnehmen. Das ist jetzt Basilikum rausnehmen. Du musst den hin. Sonst wird der bitter. Den kann man hier im Deckel rein. Da kannst du mal den Deckel mal her. Den Deckel. Sehr gut. So. Und jetzt kann man den hier. Kannst du mir vielleicht das Glas? Ich heb da, ja. Gell, da im Zug ist alles ein bisschen schwieriger. Das ist halt ein bisschen. So, ich heb's. Achtung, ist ein heißes Treppchen. Du tust dann quasi deinen Zuschauerinnen und Zuschauern im Publikum verschenken. Ich tue versteigern. Versteigern? Genau, ich brauche das Geld, um wieder neue Sachen kaufen. Neue Gläser kaufen. Ja, und indem ihr das jetzt hier macht, wir machen jetzt ein bisschen Schweinerei, aber macht nichts, tue ich mich schon mal bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, bitte, schön, bist du da gewesen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Programm Basta. Danke, danke, dass du da gewesen bist, Dani. Und bei uns gibt es jetzt noch unseren Wettbewerb. Unser Zugbegleiter sagt Ihnen, was Sie machen müssen. Frage vom Monat ist, durch wie viele Kantone fahren die Appenzellerbahnen? Toi, toi, toi. Beantworten Sie die Frage vom Monat und gewinnen Sie einen Gutschein für eine Erlebnisfahrt mit der Appenzellerbahn für 2 Personen im Wert von 150 Franken. Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Übernachtung für 2 Personen im Boutique Hotel Bärengunten inklusive 6-Gang-Verwöhnmenü im Gourmet-Restaurant Bärenstube. Im Zug mit, präsentiert von der Appenzellerbahnen.